Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hogwarts. Ja, in der letzten Folge haben wir einen neuen Zauber gelernt und jetzt haben wir, achso, wir können ja direkt hinporten. Mal schauen. Das ist das, wo wir hin müssen. Also denke ich mal, das ist irgendwo hier. Ja, das sieht gut aus. Das ist, glaube ich, direkt. Nee, Verteidigung gegen die dunklen Künste. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Ich freue mich, darin vorzukommen. Ja, sehr schön. Du Dummkopf! Lolly dient unserer Familie seit fünf Was Generationen machen die und du da? bist ihr Kleiner. Ach so, das ist ein Heuler. Ah, verstehe. Nein, nicht verlassen. Wo ist er? Hier. Du glaubst nie, was ich erfahre. Was hast du in dem Zauberbuch aus dem Skriptorium entdeckt? Das Zauberbuch von Salazar Slytherin war schwierig zu interpretieren, aber faszinierend. Er hat den Unterricht in schwarze Magie in Hogwarts gefördert. Weder der Imperiusfluch noch der Todesfluch waren damals unverzeihlich. Die Schüler sollten, wenn nötig, darauf vorbereitet sein, schwarze Magie zu benutzen und sie nicht fürchten. Darum mussten wir Crucio einsetzen, um ins Skriptorium zu gelangen. Er wollte nicht, dass sein Wissen zu jemandem gelangt, der Angst vor schwarzer Magie hat. Wir haben getan, was nötig war. Ja, schon, aber ne? Ich weiß, es war nötig, um das Skriptorium zu öffnen, aber ich will es nicht wiederholen. Ich bin froh darüber, denn in dem Zauberbuch war noch etwas. Hinweise auf ein verlorenes Relikt, das offenbar dem Besitzer die Macht gewährt, Flüche der schwarzen Magie umzukehren. Und du glaubst, dieses Relikt könnte Anne retten? Ganz genau. Ich will nach dem Relikt suchen. Aber wir sollten es keinem erzählen, vor allem nicht Ominous. Er würde es nicht verstehen. Wir sollten es Ominous sagen. Ja. Also wenn er es wüsste, dann wird er wieder versuchen, ihn aufzuhalten. Ich weiß nicht, ne? Es gibt keinen Grund, Ominous einzubeziehen. Da bin ich froh. Wenn ich mehr weiß, schicke ich eine Eule. Und mach dir keine Sorgen um Ominous. Das jetzt für uns zu behalten, ist zu seinem Besten. Ich entscheide, was zu meinem Besten ist. Ominous, wir wollten gerade frische Luft schnappen. Kommst du mit? Sebastian, du Lügner! Ich habe alles gehört. Du hast geschworen, nie wieder etwas mit schwarzer Magie zu tun zu haben. Nein, ich sagte nur, ich verstehe, dass du das willst. Ich gebe die Suche nach einem Heilmittel für Anne nie auf. Du kannst einfach nicht aufhören, was? Ich weiß, wann ich nicht aufhören soll. Lass es, Ominous. Ich muss jetzt los. Ups. Ich werde nicht aufgeben. Ominous, Sebastian meint es gut. Ich weiß, was ich gehört habe. Du wusstest, dass ich dagegen wäre. Die Suche nach diesem Relikt ist keine gute Idee. Sebastian weiß es nicht einmal, aber er ist genauso unverantwortlich und leichtsinnig wie seine Eltern damals. Deshalb sind sie gestorben. Wissen wir jetzt was mit... Ich glaube, wir wissen es gar nicht, ne? Oder? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ich weiß, dass seine Eltern tot sind, aber was ist passiert? Mr. und Mrs. Sallow waren Professoren. Sie verbrachten viel Zeit in der Kellerbibliothek. Immer die Nase in den Büchern. Anne und Sebastian waren oben, als es passierte. Sie hörten ein Krachen und rannten die Treppe runter. Doch es war zu spät. Ihre Eltern lagen auf dem Boden. Durch einen Defekt der Lampe im Keller füllte sich der Raum mit einem nicht nachweisbaren Gift. Sebastian und Anne waren hilflos. Sie konnten noch nicht zaubern. Eine schreckliche Geschichte. Ja, genau darum kann ich Sebastians Leichtsinn nicht nachvollziehen. Ich habe Anne im Grunde verloren. Ihn will ich nicht auch noch verlieren. Bitte, meide alles, was mit diesem Zauberbuch zu tun hat. Es gibt ihm Hoffnung, ja. Ich will nicht mit ihm streiten, aber es ist wirklich so.
Die Hinweise im Buch wirken vielversprechend. Alles, was mit Salazar Slytherin zu tun hat, scheint vielversprechend. Bis es zu spät ist. Ich hoffe, Sebastian lässt die Sache sein. Aber wenn du was anderes mitkriegst, sag's mir bitte. Ich würde mich freuen. Ja, ich wollte auch vorhin eigentlich die zweite Variante wählen, dass er was dagegen hätte und dass wir das sagen müssen. Und ach, das ist doch gemein, ehrlich. Ich meine, im wahren Leben würde ich auch sagen, hör mal, der sollte es wissen, lass doch mit ihm reden oder so. Ja, hier haben wir jetzt sonst nichts mehr. Ja, dann würde ich sagen, dass wir uns mal mit Poppy treffen. Weil wir sonst nichts anderes mehr haben. Also außer die Sachen, die ich ehrlich gesagt ungern machen würde. Mit dem Besen reiten und so. So, ich denke, das ist... Ja, doch, das geht aber eigentlich. Da brauchen wir nicht so lange... Wir machen irgendwie eine seltsame Figur hier drauf, finde ich. So, sind da Gegner? Sieht mir jetzt im Moment noch nicht so aus. Kann ich hier irgendwo mal landen? So. Ja, machen wir sofort. Machen wir sofort. So. Warten. Jetzt wollte ich die mal ausreden lassen. Ich passe gut auf Falkenschwinge auf. Sie ist sicher, Poppy. Versprochen. Gut. Was auch immer die Wilderer planen, Wolkenschwinge soll nicht in ihre Nähe kommen. Du sagtest, du wüsstest Neues zu den Wilderern. Und dass es mit mir zu tun hätte. Stimmt. Ich habe im Eberkopf was mitbekommen und... Sie haben den Befehl von Victor Rookwood, dich sofort gefangen zu nehmen. Hat das etwas damit zu tun, dass Rookwood und Harlow dich nach dem Trollangriff in den drei Besen belästigt haben? Irgendwie schon. Aber gerade würde ich lieber von dir hören, was die Wilderer noch vorhaben. Sicher. Aber ich hoffe, du sagst mir, wenn ich helfen kann. Vor allem nach dem, was du für Wolkenschwinge getan hast. Sagt dir der Name Hornschwanzhalle etwas? Ich fürchte nicht. Warum? Was ist das? Offenbar das bestgehütete Geheimnis der Wilderer. Der Name wurde zweimal genannt, aber sie ging nie ins Detail. Außerdem habe ich einen von ihnen prahlen hören, wie viel Gold sie verdienen. Sicherlich auf Kosten unschuldiger Kreaturen. Sie haben auch diese Gegend erwähnt und ich dachte, wenn wir uns etwas umsehen, finden wir heraus, was sie im Schilde führen. Wenn du meine Oma triffst, dieser Ausflug hat nie stattgefunden. das klingt verdächtig, ja. Keine Sorge, Poppy. Sollte ich deine Oma je treffen, werde ich nichts verraten. Normalerweise sage ich ihr alles. Sie ist meine beste Freundin nach Wolkenschwinge, aber sie weiß, was ich von Wilderern halte. Ich glaube, sie fürchtet, ich könnte etwas Törichtes tun. Wie kommt sie denn nur darauf? Genau, wir beide tun noch nichts Törichtes. Rede gerne mit mir auf dem Weg. Da fühle ich mich nicht so allein. Achso, ich dachte gerade... Nee, ach, das sind Zentauren. Revelio. Ein Zentaur. Sei vorsichtig. Ich will den nicht angreifen. Ein ganzes Schloss und Sie möchten ausgerechnet hier lang. Mhm. Bitte, wir wollen kein Ärger. Wir müssen nur hier durch. Halten Sie uns für dumm, dass wir nicht merken, wie immer mehr von Ihrer Art herkommen, zusammen mit den Wilderern? Mit sowas haben wir nichts zu tun. Im Gegenteil, wir wollen Sie aufhalten. Ich hoffe für Sie, dass das stimmt. Unsere Geduld mit den Wilderern und ihren Handlangern wird bald am Ende sein. Okay. Er war durchaus charmant. Es hätte schlimmer kommen können. Zentauren mögen Zauberer nicht besonders. Und die Wilderer sind da keine Hilfe. Aber warum dachte er, wir hätten etwas mit Wilderern zu tun? Ich habe die Wilderer mit einigen Bewohnern von Hogsmeade sprechen sehen. Ich weiß nicht, warum. Vielleicht sind die Zentauren deshalb misstrauisch. Okay. Wo geht's lang, Poppy? Einmal um den See?
Alter! Es ist das dritte Mal, dass ich einen Sumpfkrattler derart erlebt habe. Es scheint, viele Tierwesen sind in letzter Zeit aggressiver als sonst. Das ist mir auch aufgefallen. Gespritzt? Fast so, als wäre was im Wasser. Uff, die fressen mich nicht, wenn... warte mal eben, Poppy. Nicht weglaufen. Poppy, bleib stehen. Ah, sehr schön. Dann kann ich die Sachen wenigstens einsammeln. Warte, Poppy. Ich muss da hinten auch noch was einsammeln. Wieso darf ich jetzt hier schon wieder nicht laufen? Oh, Leute. Wenn mich jetzt so ein blöder Sumpfkrabbel... Wie seltsam. Nein. Was denn? Ich weiß nicht. Aber sieh dich um. Wenn die Wilderer hier waren, erfahren wir vielleicht warum. Boah, du sollst den Blutegelsaft einsammeln, Mann. Revelio. Schauen wir mal. Wir können noch Sachen bewegen. Und wir können Sachen einsammeln. Nee, du sollst Feuer entzünden. Geht das nicht? Achso. Auch. Sie können noch nicht lange fort sein. Na gut, dann halt so. Das heißt, die Sachen können wir wahrscheinlich auch untersuchen hier, ne? Nee, das nicht. Hier, das war's. Warum haben Sie Ihre Käfige nicht mitgenommen? Weil sie doof sind, weil sie Wilderer sind. Felle. Arme Tierwesen. Hab ich doch gerade schon gelehrt. Ach so, kann ich nichts mehr tragen, okay. Das ist Koboldmetall. Was macht das in einem Wildererlager? Und ich sollte Poppy davon berichten. Warum ist das so groß? Sagt mir jetzt nicht, dass wir wirklich mit einem Drachenball zu tun bekommen. Irgendwas Interessantes? Hier waren Wilderer. Eindeutig. Aber ich habe noch etwas gefunden. Etwas Koboldgefertigtes. Ich habe Koboldrüstungen gefunden. Suchen wir weiter. Aber vorsichtig. Nur Merlin weiß, was hier vor sich geht. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Revelio. Ja, dachte ich mir schon, dass es hier rumgeht. Was könnte Kobolde und Wilderer zusammenbringen? Tiere. Hey, da unten. Ganz klar Wilderer. Aber keine Kreaturen. Was machen die denn hier draußen? Sehen wir uns das näher an. Die werden sich nicht freuen, uns zu sehen. Macht nichts. Nähern wir uns mit Desillusionierung oder weniger diskret? Weniger diskret. Zu sagen, Poppy. Von hier oben. Sehen wir uns genauer um. Wir nähern uns weniger diskret. Das war für ein Kind. Escaliamos. Gib das zurück. Escaliamos. Eine erbärmliche Dame. Rotego. Cantringo. Uzio. Besser? Cantringo. Bei Merlin. Man könnte Revelio. Meinen, wir machen hier den Zaubereiminister persönlich. Was geht hier vor? Tja, finden wir es raus. Das werden wir. Aber ich muss mal eben gucken. Meine ich doch, da war noch eine Sache, die ich noch nicht eingesammelt hatte. So. Poppy, wo bist du? Versteckt in einer Höhle, beziehungsweise in einem Schlafsack. Ach nee, die ist hinter mir. Ach so. Das ist nur unser Ziel. Das ist Revelio. Einer. So, Moment. Erstmal die ganzen Sachen hier klauen. Die Kobolde können da eh nichts mit anfangen. Schon gar nicht mit dem ganzen Gold. Oha. Ist das euer Ernst? Da muss ich mal kurz einen Screenshot von machen. Also der ist ja... Wie gesagt, ich möchte gerne ein Foto-Dings haben. Ich weiß gerade nicht mehr, wie das Teil heißt. Wo man Fotos mit machen kann. Was bei Merlins Bart? Ach du Scheiße. Sind das Drachen? Ein Drachenkampfring.
Die Hornschwanzhalle. Das erklärt den Namen. Und die Heimlichkeit. Kein Wunder, dass die Wilderer so oft in Hogsmeade waren. Sie haben dort sicher Wetten angenommen und Zuschauer angelockt, so voll wie es hier ist. Wie kann man an so etwas Spaß haben? Die Zentauren haben wirklich allen Grund, uns Zauberer zu verachten. Hier müssen noch mehr Drachen sein. Die Wilderer sind zu gierig, um nur zwei Drachen gegeneinander antreten zu lassen. Wir sollten ausnutzen, dass die meisten mit dem Kampf beschäftigt sind und uns umsehen. Aber diskret. Besonders du darfst nicht entdeckt werden. Ein Thema. Heißt das jetzt, wir gehen einfach hier durch oder ich soll mich unsichtbar machen? Unsichtbar ist wahrscheinlich... Was hat Victor sich dabei gedacht, mit ihnen Geschäfte zu machen? Ozio! Okay, also ich vermute mal, ich soll mich doch unsichtbar machen, so wie es aussieht. Eine sehr gute Idee. Revelio. Können wir hier durch? Nee. Hab ich mich jetzt erschrocken? Achso, hier können wir aber durch, ne? Hast du von deiner Familie gehört? Hat sich einer deiner Brüder mittlerweile besonnen? Treten sie uns bei? Ha, sie sagen, wir gehen zu weit, dass wir mit Gewalt nicht bekommen, was wir wollen. Ich sage, wenn aber... So ein Dimmigeist. Revelio. Ja? Was, Mädel, was hast du jetzt von Dimmigeist gesagt? Da kommen wir nicht durch, nehme ich an. Das heißt, wir müssen wieder hoch. Ist leider nicht ganz so scharf, sonst hätte ich hier gerne mal zugeguckt. Oh. So, Moment. Da hinten laufen auch noch Leute rum. Das sind aber die Zuschauer. Da vorne sind zwei. Da sind doch noch mehr. Hast du die Kobolde gehört? Vanrock und die Wilderer arbeiten zusammen. Poppy, da ist etwas hinter dir. Was passiert da unten? Sie müssen sie gerade gefangen haben. Sie wehrt sich ziemlich heftig. Nicht gerade ein fairer Kampf, wenn sie so angekettet ist. Greifen wir ihr unter die Flügel. Aber wie? Wo? Hier wahrscheinlich, ne? Bombarda. Oder ich laufe einfach durch. Nee, ach so. Revelio, sieh nur. Wir haben ein Drachenei. Ein Hybride, wie es aussieht. Wir können es nicht hier lassen. Die haben sicher nichts Gutes damit vor. Sag mir bitte, dass wir das ausschlüpfen lassen können. Sag mir, wo das Drachenei ist. Und dann sag mir, dass ich... Ach da. Dann sag mir, dass ich das mitnehmen kann. Alohomora. Gut, ich habe das Ei. Revelio, das Überraschungsmoment verschafft uns nur ein paar Sekunden. Dann nutzen und dann wir sie. Sag mir bitte, dass ich das ausbrüten kann. Vorsicht!
war nicht das, was ich gedrückt habe, aber so ist auch gut. Sollen wir beenden, was wir können? Du, dich suchen wir doch. Und du hast eine Freundin dabei. Ja, stell dir mal vor. Zauber finden. Sekunde. Ziel auf den Ring voll und vom Geschirr. Das war keine gute Idee. Das finden wir dann wohl raus. Schwarzer Hybride. Das Ei in unserem Besitz gehört wohl dem Drachen. Sie wusste sicher nicht, dass sie es hatten. Ansonsten wäre sie nie gegangen. Was jetzt? Sie hat uns ja keine Einladung gegeben. Ich weiß es nicht. Heute kam alles anders als erwartet. Erst die Kobolde, dann der Kampfring. Und ein Drachenei ist das Letzte, mit dem ich gerechnet hatte. Und die Wilderer haben uns gesehen. Das ist nicht gut. Ja, was wäre, wenn wir das Ei behalten? Gute Frage. Da das Drachenweibchen weggeflogen ist, können wir das Ei behalten? Besser wir als die Wilderer, zumindest vorerst. Aber ich finde nicht, dass wir es dauerhaft behalten sollten. Vor Professor Weasley können wir es jedenfalls nicht ewig verstecken. Ich habe den Raum der Wünsche. Meinst du, die Wilderer könnten sich rächen wollen? Nach all dem Ärger, den sie mit uns hatten? Wir sollten davon ausgehen. Die sind nicht gerade nachsichtig. Leider hast du aufgrund unserer Taten jetzt eine noch größere Zielscheibe auf dem Rücken als vorher.
herumstehen hilft uns auch nicht. Bringen wir uns in Sicherheit, dann besprechen wir alles. Stimmt. Wenn die Wilderer etwas können, dann ihre Beute aufspüren. Und im Moment sind das wir. Pass auf, ja? Wir sehen uns dann später im Schloss. Die Drachenverteidigung habe ich freigeschaltet. Oh. Ich liebe sowas, ja? Ja, kommt noch irgendwas hier reingeplüppt, oder? Nein, gut. Dann schauen wir mal. Müssen wir den Auftrag wechseln? Ja, die werden wahrscheinlich nochmal mit uns sprechen, ne? Dann würde ich sagen, dass wir erstmal nach Hogwarts fliegen, beziehungsweise ich werde da jetzt erstmal hin zurückkehren und habe keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Ich gehe jetzt einfach mal in den Raum der Wünsche, sammle dann noch ein paar Sachen ein, fütter noch ein bisschen meine Tiere und ich sag mal tschüss, bis zur nächsten Folge und dann schauen wir mal, was wir in der nächsten Folge machen. Bis dann! Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren.